Jungmami Melanie hatte bis vor kurzem noch große Hochzeitspläne mit Kindesvater Andy. Doch nun ist es aus. Melanie ist frisch in ein Mädel verliebt und verwirklicht sich beruflich als Fitnesstrainerin. Das Besondere dabei, sie unterrichtet andere Eltern und trainiert wird mit den Kids. Ja, bei manchen mache ich Einzelstunden, weil sie noch nicht so weit sind, weil ich sie erst vorbereiten muss. Und das gehört einfach, weil ich kann sie nicht in eine Gruppe stecken, wo dann voll durchtrainiert wird, ja. Und sie ist eine Anfängerin, also heute die erste Stunde, sie macht keinen Sport und da kann ich nicht einfach voll loslegen, das geht nicht. Neben Melanies Rundungen mit dabei ist auch Töchterchen Cheyenne Selina. Sie ist voll motiviert. So. Und jetzt mal in die Schräg, vor. So gerade vor. Und jetzt einmal richtig rund und jetzt einmal richtig. Warte, Cheyenne, jetzt ganz runterdrücken, bis spannt. Ganz runterdehnen, bis du es in die Beine spürst. Komm hoch. Die ist halt überdreht. Die Cheyenne haltet mir die Augen zu. Kuckuck. Kuckuck. Am Anfang war die Cheyenne sehr gut drauf und überdreht. Keine Ahnung warum, sie war heute irgendwie nicht so da. Melanies Mama beobachtet alles aus sicherer Entfernung und Melanies Kleine macht, was sie will. Man muss rechnen, damit das die Kinder nicht bleiben. Und das nicht beim ganzen Training, ne? Also, genau. Bei mir hätte es wahrscheinlich ein bisschen mehr gefolgt, wenn ich was gesagt hätte. Aber das habe ich mich jetzt nicht, vor den Leuten ist auch nicht so traut, so aufbrummend. Aber wenn es was gesagt hätte, die Melanie, dann wäre die Oma gekommen. Ich glaube, dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr mitgemacht. Unsere Melanie versucht, sich von ihrer besten und sportlichsten Seite zu zeigen. Samt Töchterchen Cheyenne Selina gibt sie ein Training speziell für Mamis. Heute gehen wir gar nicht raus. Wir bleiben mit Pyjama zu Hause. Nur wir zwei, wie im Traum. Und können mal schauen. Also ich hätte das nicht einmal in 100 Jahren geschafft. Spürt sie schon den Bauch und den Po und die Beine? Naja, Übung macht den Meister. Ne? Ja, da müsste ich aber jeden Tag 24 Stunden trainieren. Naja. Und das, naja. Da habe ich überhaupt keinen Schlaf mehr. Diesen Traum spielt es für Melanies Opfer, Kunden natürlich, heute nicht. Nach der Schwangerschaft tue ich dann mit den Müttern eher Brust, Bauch, Boot trainieren. Weil ich glaube, das sind meistens die Problemzonen bei den Frauen. Na dann, ran an den Speck und immer brav folgen. Also nach der Schwangerschaft passt das echt gut dazu, die Übungen, was die Melanie gemacht hat. Melanie weiß, wovon sie spricht. Die Nati, die will gerne abnehmen, aber ich habe auch zu ihr gesagt, da gehört auch 80% die Ernährung dazu. Man kann so anpassen, was man halt braucht zum Abnehmen, die Muskeln aufbauen, nicht? Bin ich deiner Meinung? Du machst so, das darfst du nicht. Du musst gerade bleiben mit dem Rücken. So, gerade mit dem Rücken vor. Ja, du kannst die Hände so zu deiner Schulter tun und den Bauch anspannen. Okay? Ich habe die Nati korrektiert, dass der Rücken halt gerade bleibt. Weil wenn man falsch trainiert und das nicht macht, dann kann man sich sehr viel verletzen über Bandscheiben und den Rücken. Nein, nein, setz dich wieder so hin. Geh nach unten, Rücken gerade. Du biegst den Rücken durch. Und halt der Bauch angespannt und den Po halt angespannt, weil sonst bringt sich ja das Training nichts. Und jetzt tust du den Fuß nach oben ziehen, ja? Und tust den Bauch anspannen. Die Melanie ist eine super Trainerin. Also finde ich auch, dass die Melanie eine super Trainerin ist. Aussetzen. Lustig. Erklärt alles, ist lustig. Ja. Während in Graz nur noch die Ringe zum Glück fehlen, mangelt es im niederösterreichischen Fischerment an viel mehr. Richtig, wir sind bei Melanie, die noch vor kurzem bis über beide Ohren frisch verliebt in ein Mädel namens Sabrina war und Kindesvater Andy den Laufpass gegeben hat.
Sabrina ist nicht mehr da. Sie ist einfach nicht mehr da. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Was ist nur passiert? Weg, weg. Ich will eine Familie haben, das geht mit ihr nicht. Weg. Welch Erkenntnis! Wie gut, dass Andi mittlerweile mit der Situation umgehen kann und für die süße Cheyenne Selina nach wie vor ein guter Papa ist. Also ich sehe mich in meiner Vaterrolle sehr gut, weil Cheyenne freut sich jedes Mal bei mir zu sein. Und ich bin zwar streng, aber auch fair, so wie es sich halt gehört. Nicht so mit Melanie. Nach einem Papa-Wochenende ist die Kleine samt Papa am Heimweg. Früher war auch Andi hier zu Hause. Schau mal nach links. Da, schau mal. Schau mal. Da kommt kein Auto. Schau mal nach links. Da kommt kein Auto. Also, wenn ich entlang gehe und immer zum Haus gehe, wo Melanie und ich viel gemeinsame Zeiten hatten, denkt man an beide Seiten schlechte und gute Erinnerungen. Aber eigentlich meistens eher mehr an die guten Erinnerungen. Und davon gibt es zum Glück so einige. Und offensichtlich gibt's da mehr als nur alte Erinnerungen. Währenddessen ich mit der Sabrina zusammen war, hatte ich trotzdem die ganze Zeit was mit Andi. Ich gehe nicht mehr zurück. Nein, sicher nicht. Sie für mich ist dumm und macht das. Es war halt lieb, dass sie für mich da war und so. Aber wenn ich nicht vom Andi hinwegkomme und es einfach nicht geht und trotzdem was mit ihm hab, bringt sich das nichts. Sind die Karten also wieder einmal neu gemischt? Und haben die beiden Verlobten am Ende vielleicht sogar doch noch eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft? Es hat mich halt viel abgelenkt und so, weil der Andi mich auch sehr eifersüchtig gemacht hat. Und deswegen hat sie mich halt sehr abgelenkt, weil ich war wirklich fertig mit den Nerven. Und sie war halt viel für mich da. Ja? Dein Paket ist da. Okay. Trotzdem wollte ich halt immer den Andi die ganze Zeit. Ortswechsel ins niederösterreichische Fischerment zur Jungmutter Melanie. Und auch hier geht es wie immer turbulent zu. Vor kurzem haben sich Melanie und Kindesvater Andi getrennt. Trotz Verlobung und gemeinsamen Kind sollte es diesmal für immer sein. Ich liebe Melanie nicht mehr. Es gibt keine Zukunft mehr. Ihre Zukunft sah Melanie ganz klar in Sabrina. Es fühlt sich halt urgut an, bei ihr zu sein. Klebere Brüste. Die Liebe war neu, aufregend und groß. Doch sie dauerte nicht lange an. Und alles war schnell wieder einmal ganz anders. Sabrina ist nicht mehr da. Ich bin nicht mehr mit der Sabrina zusammen, weil ich damit nur den Andi eifersüchtig machen wollte. Es war halt lieb, dass sie für mich da war und so, aber ich hatte trotzdem die ganze Zeit was mit dem Andi und das hat sie auch gewusst und deswegen hat sie es nichts gebracht, weil trotzdem wollte ich halt immer den Andi die ganze Zeit. Only und da Andi durch die gemeinsame Tochter Cheyenne Selina auch immer in der Nähe und greifbar war, kam es, wie es kommen musste. Ja? Dein Paket ist da. Hallo Melanie. Hallo. Ja, wo bist du? Da, ich war gerade im Badezimmer. Okay. Hallo, Schatzi. Hm. Hallo. Hallo. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir sind wieder zusammen. Es gehört eben zusammen, was zusammen gehört. Doch wie genau kam es zu der Wiedervereinigung? Sind wir am Blasen. Springst du? Ich habe ganze Zeit um ihn gekämpft. Wer redet weiter? Ja, dann war er da.
Sie ist mein Blasen. Na, keine Ahnung. Ist das dein Ernst? Sie ist jeden Tag genervt, kommt zurück. So immer wie. Also, ja, wie Was Vater. Redest wie du? Vater. So, komm zurück. Dann zwischendurch was. Und dann komm zurück. Was hast du gemacht? Ich hab mir die Haare gemacht. Ach so? Ja, du? Die Haare? Haha. Ja, nicht die kleine. Die kleine vom Kindergarten geholt. Mhm. Wie ist dazu gekommen? Hm? Ja, wir haben Sachen wieder unternommen miteinander. Wir waren schwimmen miteinander. Mhm. Wo die Liebe halt hinfällt. Oh, da kommt das alles unromantisch gesagt. Das dürft ihr nicht dran schneiden. keine Ahnung. Das war echt süß. Okay, ich stelle eine andere Frage, bevor ich aufs Haus.